Hier befinden wir uns an zwei unserer vielen Biotope, die wir neu geschaffen haben. Hinter mir ist unser großer Teich und ein Stück weiter haben wir auch noch einen Nisthügel für bodennistende Wildbienen geschaffen. Und die Hoffnung war, dass wenn wir ihnen Brutstätten oder Lebensräume anbieten, dass wir die Tiere, die sich in der Umgebung grundsätzlich aufhalten, zu uns locken können. Und das ist uns gerade hier am Teich auch besonders gut und schnell gelungen. Der Sinn dahinter ist, dass wir die Materialien, die wir in der Natur finden, benutzen. Und das Großartige an diesem Zaun jetzt ist, dass er Totholz ist. Da soll später dann auch noch Pflanzen drüber wachsen. Also wir möchten das gern einwuchern lassen. Das heißt, wir haben sowohl Habitate für holzverzehrende Lebewesen, als auch zum Beispiel später Verstecke für Vögel, wenn es eingewachsen ist. Oder auch für Igel, die gerne im Unterholz Zuflucht suchen. Viele Dinge versteht man erst, wenn man es selber umgesetzt hat. Wir haben sowohl bestehende Projekte, wie jetzt zum Beispiel den Nisthügel, den würden wir gerne im Frühjahr und im Sommer evaluieren. Also schauen, wir haben das jetzt gemacht, aber bringt das auch was? Wer nistet drin oder nicht? Wie ist der zu pflegen? Also auch Pflegekonzepte zu erstellen. Das Schöne ist, dass die Studierenden selbst entscheiden, komme ich einmal und helfe zum Beispiel Pflanzen einzusetzen, komme ich regelmäßig oder habe ich vielleicht sogar ein eigenes Projekt, was ich umsetzen will. Also wir haben genug Fläche, dass auch die Studierenden, die eigene Ideen haben, gerne zu uns kommen können und sagen, ich habe da was, ich würde das gerne ausprobieren, auch dafür haben wir Platz. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Wir haben eine eigene Homepage, wir haben aber auch eine zentrale E-Mail-Adresse. Also viele Wege führen hierhin und wir freuen uns über jeden und jede, der kommt.